Wie wir unsere Fördermitglieder im Notfall aus dem Ausland zurückholen. Das ist Moni. Zusammen mit ihrem Freund Ben ist sie auf einer Fahrradtour im Süden Italiens unterwegs. Doch auf einer abschüssigen Straße passiert ihr ein folgenschweres Unglück. Sie verliert die Kontrolle über ihr Rad und prallt in voller Fahrt gegen eine Mauer. Mit einer schweren Brustkorbverletzung, einer Gehirnerschütterung und gebrochenen Rippen bringt sie einen Krankenwagen in die nächstgelegene Klinik. Von dort ruft Ben verzweifelt Monis Mutter Anna zu Hause in Norddeutschland an. Denn die Ärztin vor Ort spricht nur gebrochen Englisch. Und Moni steht ein längerer Krankenhausaufenthalt bevor. Was nun? Zum Glück hat Anna eine Familienmitgliedschaft bei der DRF Luftrettung. Damit können sie und ihre Familienangehörigen im Notfall aus der ganzen Welt nach Hause geholt werden. Und das komplett kostenlos. Sofort ruft sie bei der Einsatzzentrale der DRF Luftrettung an und schildert dem Einsatzkoordinator Monis Situation. Der medizinische Dienst der DRF Luftrettung spricht auch Italienisch und telefoniert umgehend mit der Ärztin in Italien. Dabei entscheidet er, Monis Rückholung ist medizinisch sinnvoll und somit ärztlich angeordnet. Hierfür stehen vier mögliche Transportmittel zur Verfügung. In Monis Fall ist ein möglichst schonender Transport notwendig. Deswegen fordert der medizinische Dienst eine Rückholung mit einem der beiden Learjets der DRF Luftrettung zu einer Klinik in Norddeutschland an. Nun greift ein Rad ins andere. Zunächst organisiert der Einsatzkoordinator alle erforderlichen Genehmigungen und stellt die Besatzung zusammen. Anschließend bereitet der Notfallsanitäter die medizinische Ausrüstung im Learjet vor. Und in weniger als 2 Stunden startet das Team aus Flugkapitän, Co-Pilotin, Arzt und Notfallsanitäter. Beim Anflug der Maschine herrschen schwierige Wetterbedingungen. Doch mit durchschnittlich über 8500 Flugstunden Erfahrung und regelmäßigen Schulungen sind die Pilotinnen und Piloten der DRF Luftrettung allen Herausforderungen gewachsen. Und so landet der Flugkapitän schließlich gekonnt und sicher. Am Flughafen wartet bereits ein Krankenwagen mit Moni und Ben. Denn die DRF Luftrettung organisiert den Transport von Bett zu Bett. Während des Rückflugs sorgt der Arzt für eine optimale Betreuung von Moni. Neben der Schmerzbehandlung überwacht er auch ihre Beatmung. Um für jeden Notfall gerüstet zu sein, befindet sich noch weitere hochmoderne Medizintechnik an Bord. Geschafft! Dank des Rückholversprechens der DRF Luftrettung ist Moni schnell zurück bei ihrer Familie. Und Mutter Anna wusste durch den ständigen Kontakt zum Einsatzkoordinator über alle Entwicklungen bestens Bescheid. Anna ist froh, dass sie Förderin der DRF Luftrettung ist, welche nicht nur mit dem Rettungshubschrauber in ganz Deutschland lebensrettende Hilfe leistet, sondern auch weltweit an 365 Tagen im Jahr im Notfall im Einsatz ist. Möchten auch Sie Fördermitglied werden und den Schutz unseres Rückholversprechens genießen? Weitere Informationen hierzu erhalten Sie über E-Mail oder Telefon.